Recht herzlich willkommen zur 50. Folge von Avorion. Wir sind hier in dem Asteroidenhaufen, den ich gesagt hatte, dass ich den da ausgewählt hatte. Ich habe hier schon so 4 Asteroiden abgebaut und jetzt sind wir mal noch so ein bisschen am Rumgucken, ob wir hier irgendwo noch so einen Asteroiden finden, der vielleicht baumäßig passen würde. Sieht aber nicht wirklich so aus, dass hier sowas ist. Können wir hier rüber fliegen. Ja, es ist eher unwahrscheinlich, dass wir hier was finden. Was ist das für eine Station hier? Also ist schon ausgewählt. Hochleistungslinsenfabrik, okay. Die bauen Linsen. Okay. Hier ist jetzt auch kein Asteroid bei, der in irgendeiner Form so aussehen könnte, dass man da noch was bauen kann. Eine Mine oder so. Schicken wir ein Stück raus wieder. Was ist das? Ach, ein Frachter, okay. Sah aus wie ein Satellit, ne? Sind viele Frachter, ne? Das war die Hochleistungs, ja. Und das ist ein Frachter, eine Fregatte, okay. Also hier ist jetzt nicht wirklich was zu sehen. Den haben wir gerade gehört, wie der an uns vorbeifloch, ne? Sehr interessant. Haben wir hier irgendwo noch einen Sternenhaufen? Nicht wirklich, ne? Sternen-Asteroidenhaufen. Doch, da hinten ist noch was. Dann lass uns da nochmal schauen. Dass wir diese Richtung nochmal einschlagen. Hier sieht das auch alles so ganz normal aus. Der ist auch nicht so groß. Und unförmig, sagen wir so. Da wäre noch ein Nanoid. Aber das lassen wir jetzt mal da, wo es ist. Fliegen wir mal nach da drüben hin. Ja, da waren irgendwelche Subraumsignale, die jetzt stärker werden. Das heißt, wir müssen auch gleich schauen, dass wir die Biege wahrscheinlich machen, weil wir hier ja doch keine Überlebenschance dann haben. Was ist das da? Das sind mehrere, okay. Nee, hier ist dann nicht unbedingt was bei. So, dann lass uns mal die Karte angucken. Also wir müssen wieder zum gleichen Tor hin. Ja, wo ist es? Da unten wird es angezeigt. Gut, dann fliegen wir dahin und dann nochmal wieder den Ausgang Richtung Norden. Und fliegen dann Richtung Westen nach dem nächsten Sektor weiter, denke ich mal. Das Raumjägerfabrik, okay. Hätten wir, aber wir haben keinen Hangar dafür. Ja, da sind dann fremdartige Schiffe gekommen, aber wir sind auch schon gleich weg. Das ist auch besser so. Weit ist noch 12, können wir nochmal Gas geben. So. Und Piraten greifen den Sektor an, alles klar. Dann sind wir aber auch schon weg. Gut, nächster Sektor. Das war die Kreuzung und wir wollen das Westtor haben. Das wäre wahrscheinlich dann das Nordtor, genau. Dann müssen wir nur das West-Südwest-Tor nehmen. Das ist das. Das war ja der Kreuzungssektor, wo nichts drin ist. So, dann fliegen wir mal Richtung Westen noch. Und gucken da rein. Was wir da so vorfinden, ne? Ja, zwischendurch hat es auch mal ein Update gegeben, kann ich gerade noch sagen, dass da lag es halt dran, dass man, wenn man Sektoren verlässt, dann werden die abgespeichert und wenn die abgespeichert sind, dann produzieren da keine Fabriken und sowas drin und da ist man dran gewesen und dann, wenn man rausgeht aus dem Sektor, passiert das zwar auch nicht, aber wenn man wieder in den Sektor reinfliegt, wird berechnet, wie lange war man nicht da und dann kommt die Produktion wohl nach, wenn ich das richtig verstanden habe.
Hier sind viele Asteroiden, die im Dunkeln liegen. Und dieser hier sieht so anders aus. Nee, doch nicht. Hier müssen wir mal durchschauen. Hier sieht es mir so aus, als ob da im Dunklen und Verborgenen was sein könnte. In diesem nebligen Sektor. Muss nur aufpassen, dass wir nichts erwischen hier. Da sind überall Asteroiden irgendwie, ne? Da hinten gibt es noch eine Sonne. Aufpassen, dass unser Schiff hier nicht kaputt fliegen. Der sieht aus, die sehen nur riesengroß aus, aber leider haben sie nicht diese Form, wo man sagen könnte, jo, da können wir eine Mine dran bauen. Vielleicht gibt es sie auch im Zentrum gar nicht, ich weiß es nicht. Ja. Das ist ein Riesending da, aber. Groß sind die hier schon, das sieht man, ne? Riesenapparate. Aber halt nicht diese Form, die ich suche. Da mal hin. Aber der ist es auch nicht. Die sehen alle leider nicht so aus, als dass man da was dran bauen kann. Jetzt hat man auch schon die Orientierung verloren, ne? Zu sehen, der dem Ideal entspricht. Fliegen wir mal hier raus. Das ist es alle nicht. Ich glaube, da sind noch mehr Asteroiden, ne? Was ist das für eine Station? Solarkraftwerk hier im Nebel. Krass, oder? Aber vielleicht gibt es hier die passende Strahlung. Solarkraftwerk, ja. Da gibt es sogar noch Miet. Ist jetzt die Frage, wo hier was sein könnte, ne? Was ist das für ein Titan? Okay, lass uns mal die Karte angucken. Es gibt nur noch ein Westtor dann weiter. Ich glaube, das werden wir jetzt auch erstmal aufsuchen. Da hinten ist es das, oder ist das Ost-Nord-Ost-Tor, da sind wir hergekommen im Endeffekt. Und da ist dann das West-Tor. Dann fliegen wir mal die Richtung. Da ist nix. Das Tor steht, glaube ich, schräg. Das heißt, wir fliegen mal diesen Weg, um dann da reinzukommen. Es ist genau andersrum gewesen. Naja. So, und dann da rein. Ja, wir driften darum. Dann fliegen wir doch an der Seite rein. Okay. Nächster Sektor.
Gucken wir mal gerade. Kartenmäßig gibt es hier viele Kreuzungen. Hier gibt es 6 Schiffe, 5 Stationen, keine Ahnung. Und genug Asteroiden. Das ist ein West-Nord-West-Tor. Das ist ein Südtor. Ja, ich fliege mal jetzt gerade zum Südtor. Und dann schauen wir weiter. Da ist nichts zu sehen. Okay. Ist das ein Asteroid? Männer, oder? Nee. Das sieht nur so aus. Fliegen wir mal ins Südtor wieder, weil wir kommen immer näher zum Zentrum, da wird es auch immer gefährlicher. Und kaputt gehen wollen wir auch nicht, ne? So, hier gibt es ein paar Asteroiden. 6 Schiffe, 11 Stationen. Welche Stationen sind es denn? Kabelhersteller. Gibt es auch einen Ausrüstungsdock? Das ist eine Werft, ne? Das ist das Habitat, oder? Ja. Dann ist da ein Reparaturdock. Warte mal. Da gab es aber nichts, ne? Mit. Ne. Das war die Werft. Ist das da? Stahlfabrik? Militärstation? Der Kabelhersteller? Dann ist da. Ne, Raumjägerfabrik. Reparaturdock hatten wir schon. Habitat. Wo ist denn dann bitte das Ausrüstungsdock? Da. Ne. Kann das sein, dass der eben gemeckert hat, dass ich hier stehe? So Bob, Bob gemacht hat? Stahlfabrik. Schiffswerft. Das ist der Kabelhersteller. Omega-Fabrik. Das war das Habitat. Elektromagnet. Ressourcendepot. Ausrüstungsdock, da ist es doch. Lass uns da gerade hinfliegen, beziehungsweise können erstmal reingucken, da sehen wir ja auch so. Ausrüstung handeln. Ja, schauen wir mal rein hier, was die so Upgrades, Antriebsupgrade, Schildbooster, Energie nach Schildkonverter. Frachtraumvergrößerung, Antriebsupgrade, Geschwindigkeit. Hier sind die Geschütze. Plasmageschützturm, dreifach Pulsken. Doppelkanonengeschütze, Doppelmaschinen, Doppelgravitationsgeschützturm, vierfach Plasmageschützturm, Doppelplasmageschützturm und Doppelnanonitabwrackgeschützturm. Dreifachmaschinengeschütz. Ich hätte gern Nanonit, ne? Bergbauer gehabt. Das war das Wichtige. Schaden. Ja, ich glaube, wir fliegen trotz alledem da mal hin. Und Kanonjäger. 54,2 Schaden. Lass uns da andocken. Und dann können wir auf jeden Fall was schauen, ein bisschen noch, was da geht oder nicht. Das Dockingboard. Da ist einer. Okay.
So, dann das schöne F und dann sind wir drinne. Nochmal Ausrüstung angucken. So, wir haben Sachen, Geschützkontrollsystem, okay. Lass uns erst reingucken. Antriebsupgrade. 31er Beschleunigung, Geschwindigkeit 26, hört sich cool an, ne? Aber ist viel Geld. Geschwindigkeit plus 23. Das Innen ist es viel größer als von außen. Okay. Energie nach Schildkonverter, Schildbooster. Noch ein Schildbooster. Energie nach Schildkonverter, Höchstgeschwindigkeit, Sicherungskurzschließer. Scanner-Upgrade, Reichweite plus 44%, Batterie-Upgrade. 38% Batterie-Upgrade. Na, das sind alle Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. So, das ist mit 29,4 der Plasma. Größe 0,5, Granulier 2, verbraucht Energie, wo? Macht viel Schaden an Schilden. Der macht keinen Schaden. Der macht Doppelkanonengeschützturm, der macht richtig Schaden hier, an 79,9. Der hört sich schon mal richtig cool an, ne? Doppelgravitationsgeschützturm, eigene Anziehungskraft. Das heißt, der holt die Gegner noch ran, oder wie? Okay. Gravitationsgeschützturm, krass. Wo war der andere hier? Ne, da. Die hören sich so richtig cool an, aber ich weiß nicht, ob die cool sind, ne? Aber den hier, den möchte ich schon kaufen. Weil der hat richtig Power, ne? Verbraucht Energie. Und der andere hier, der überhitzt. Okay. Den kaufe ich trotzdem. Der gibt es noch zweimal oder über das? Tatsächlich. Ich weiß gerade nicht, wie wir hinstellen können, aber. Ach, das sind hier für Jäger die Waffen, alles klar. Der hat natürlich ordentlich Schaden dann, ne? Den lege ich mir mal auf Halde, oder? Ach, das kriegen wir bestimmt alles später auch noch. Lass das mal so, wie es ist. Schaden von 5. 7. 2,9. Und wir haben unsere Crew gerade bezahlt. Was hat man denn hier noch für Dingens? Das war nur ein Abwracker, ne? Den nehme ich aber auch mit, weil der doch bei Weitem besser ist, wie das, was wir haben. Das waren Upgrades, ne? Ja. Antrieb schneller, mehr Raum. Schildbooster, Schildkonverter, Höchstgeschwindigkeit, so. Das sind alles Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt haben möchte.
Sechsner Schaden an Hülle, Eisenbergbau. Ich glaube, den können wir definitiv schon mal verkaufen. Radararbeit. Geschützkontrollsystem. Drei unbewaffnete Geschütze gehen dazu. Das sind alles so Sachen, wo ich sagen würde, nee, die behalte ich besser, ne? Hier der Doppel. Achso, den haben wir gerade gekauft, den sollten wir vielleicht nicht verkaufen. Den Abwracker auch nicht, wenn die oberen beiden hier 20.000 Schaden an Stein. Da gibt es noch ein paar Seiten mehr, oder wie sehe ich das? 1 bis 9 von 9? Nee, das ist nicht so. Das ist 1 bis 9 sind die, alles klar. Das lassen wir gerade erst so. Dann gehen wir mal kurz in den Baumodus. Und müssen da unten aufklappen. Ah, jetzt müssen wir noch ein bisschen umbauen, ne? Weil Neuenit muss auf Neuenit sein, ne? Oder wie war das? Doppel Kanonengeschützturm. Gut, den haben wir ausgewählt, ne? Muss ich den erstmal entfernen? Das war das Lasergeschützturm mit 19,1. Und dann bauen wir den dahin, das ist der mit den 79, genau. Sieht auch schon gleich ganz nett aus. So, da haben wir einen Bergbauer. Und der andere hier war der Abwracker dann, ne? Ja, das sind dann alles schlechte Qualitäten. Aber warte mal, den Abwracker haben wir ja auch gehabt. Das heißt, der kann weg. Und der Abwracker, den wir haben. Doppeltitan. Doppelnamit. Kann man dann einbauen, da. Und der muss auf Naonet sitzen, hat er gesagt. Ja, das heißt, da müssen wir noch hier vorne noch was umbauen. Da sind die grünen Steine. Auch hier ruhig noch ein Gerüst dran. Ja. Dann machen wir das so. Auch eine Tülle. Fertig. Die machen wir aber jetzt länglich. Oder breiter. Ne, breiter machen wir die, ne? Und noch in der Richtung ein bisschen mehr. So. Und dann würde ich sagen, setzen wir den das Naonit-Abwrackgeschütz dann da drauf. Und ja, lassen wir erstmal so, oder? Wie sieht's denn überhaupt mit unserem Schiff aus? Können wir da mehr reinbauen noch? Was haben wir denn hier? Batterie-Upgrade? 56%? 60%. Fortgeschrittenes Handelssystem haben wir da. Okay. Da können wir drei Geschütztürme mehr machen. Jetzt müsste man gucken, wie groß unser Schiff ist und was wir größer machen können. Ne?
Antrieb zum Beispiel könnte man mal ausbauen, ne, oder? Wo baut man den aber hin? Wir haben schon so viel gebaut, ne? Machen wir das. Zack. Wir sind ja ziemlich träge unterwegs, so ist ja nicht. Gut. Jetzt müssen wir noch mehr Schutz eigentlich haben, ne? Was haben wir denn hier noch? Nanoquartiere. Rotationsgeschwindigkeit, die müssten wir auch mal erhöhen, ne? Wir das da ein paar dran, ne? Nicht wirklich. So. Und dann machen wir den da in flach drunter. So. Und dann würde ich sagen, ist das erstmal gut, weil wir machen dann doch die Dingens ein bisschen Sorgen. Wie heißen sie? Die Piraten. Okay, hier ist auch eine Sackgasse nach unten. Dann würde ich aber sagen, machen wir hier erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.